Aber ich finde, das Anzünden und auf den Schießen hat eh ganz gut funktioniert. Fangen wir damit mal an. Nein, wir müssen den da bitte auch anzünden, schnell. Okay, jetzt ausweichen und zuhauen. Oh, Säure ist nicht gut. Oh, durch die Säure hier laufen ist gar nicht gut. Und mich kurz verarzten, bitte. Okay. Ah, war doch gar nicht so schlimm. Oh, scheiße, diese Arschlöcher. Allerdings. Hast du was abgekriegt? Nein, alles okay. Shambler? So haben sie sie genannt? Ja, woher kommen jetzt wieder Shambler? Ich weiß auch nicht, aber sie sind ekelhaft. Das stimmt. Über die mache ich gerade ein Video. Will ich gerade eins machen. Such gerade nach Informationen über die. Muss mir die deswegen mal kurz genauer anschauen. Aber der liegt jetzt blöderweise auf dem Bauch. Vielleicht liegt der andere auf dem Rücken. Das wäre wirklich gerade interessant für ein paar Gedanken, die ich mir über den Ursprung dieser Shambler gemacht habe. Aber sind leider gerade die Leiche von dem anderen nicht. Ja, der liegt auch auf dem Bauch. Doof. Ich hätte mir gern die Gesichter von denen nochmal genauer angesehen. Naja, kommen bestimmt noch genug. Da mache ich mir gar keine Sorgen, befürchte ich. Ah, danke fürs Folgen, Toni. Hi, willkommen. Craft einfach mal nur, damit wir Craft-Punkte loswerden. Mehr Gesundheit, mehr maximale Gesundheit. Okay, mehr maximale Gesundheit, indem wir uns irgendwelche Tabletten einwerfen. Ich finde es immer noch, ich werde das ganze restliche Spiel immer wieder darauf eingehen, wie seltsam ich das finde, dass man irgendwelche Tabletten findet und die nimmt man und dann lernt man neue Rezepte und kann neue Sachen und so. Ich finde es einfach ein bisschen komisch. Notfall... Maintenance, Erhaltungs-, Versorgungs-, Dingsy. Please follow all the Fedra Protocols. Okay. Hier war quasi diese Militär-Diktatur-Geschichte schon irgendwie auch noch hier mal damals. Als die hier noch das Kommando hatten, bevor die Wolves kamen. Sieh dir die Verätzungen an. Nein, lieber nicht. Ist gar nicht weiter anscheinend, ne? Ah, oder doch. Mal sehen, wohin uns das führt. Bewusstseinserweiternde Medikamente, wahrscheinlich. Das ist die einzige logische Erklärung. Und dann sagen Lass sie so, dir boah, Zeit. Voll die Idee, ey. Fast geschafft. Okay. Sieht okay aus, soweit ich das sehe. Gut. Shambler?
Als wären die anderen nicht schlimm genug. So ist wohl die Natur. Tja, dann ist die Natur ein Arschloch. Das allerdings. Auch ohne menschenbefallende Pilzzombies kann man das sagen. Müssen wir da lang oder ist das optional? Ich muss mehr mit der geschallgedämpften Pistole rumschießen, Mensch. Wir haben zu viel Munition für das Ding. Das ist wirklich ein bisschen doof halt. Ich meine, ist halt ein Videospiel, ist schon klar, aber wenn ich ein paar Kugeln... Guck mal, da ist eine Kugel drin. Passt die wirklich nicht noch in deinen Rucksack irgendwo? Einfach so hinten rein? Ne, wirklich nicht. Hosentasche, in die Haare flechten von mir aus. Irgendwas, ne? Oder transportiere ihn in deinem Mund, wenn es nicht anders geht. Aber es ist immerhin eine Patrone. Ich weiß nicht, ob die nicht kaputt geht durch die Flüssigkeit, wenn man die... Weiß ich nicht. Aber bitte, kannst du mir nicht erzählen, dass du die eine Patrone nicht mitnehmen kannst? Vor allem, weil Patronen in dieser Welt und Situation gerade so fucking wichtig sind. Stattdessen stecken wir uns lieber noch ein paar Benzinkanister irgendwo in die Taschen. Aber so ist das eben. Dr. Daniela Starr. 100 Brains, 60 Muskelkraft. Future Alliance, von der haben wir, glaube ich, noch gar nichts gehört. Die brillante Daniela Starr wurde von Spark Century 22 direkt aus Titans bester Wissenschaftsakademie rekrutiert, um den Ionenantrieb-Entwicklungsteam zugeteilt. Unter dem wachsamen Auge ihrer Kontrolle entwickelte sie Pläne, die die kühnsten Erwartungen noch übertrafen. Doch als sie erfuhr, dass ihr Vorgesetzter ihre Technologie für Energiewaffen nutzen wollte, schnappte sie sich ihre Forschungsergebnisse und floh auf den Ganymed. Jetzt steht sie unter dem Schutz der Future Alliance und ist kurz davor, das erste Raumschiff mit Überlichtgeschwindigkeit der Menschheit zu entwickeln. Heldin. Ja, nicht schlecht. Da stand sogar noch, habe ich jetzt gerade noch kurz entdeckt, Homeworld Earth. Also Heimatwelt Erde. Stand das bei dem anderen auch dabei? Ich glaube nicht, oder? Das war auch gar nicht in der Übersetzung drin, glaube ich, oder? Oder? Ich weiß es nicht. Warum spricht denn keiner mit mir? Gib mir doch eine Antwort. Brain explodes. Funktionieren eigentlich Commands hier? Musst du testen. Ich habe keine Ahnung. Ein Zettel. Aha, einen Moment, in hier. Ich dachte, das ist nur was zu mampfen. Der Code ist... Warte mal. Der Code ist 152 irgendwas irgendwas. Okay. Okay, das sind genug Hinweise. Wenn du den Rest nicht allein herausfindest, hast du es auch nicht verdient. Viel Spaß. V. Ah. Ups. Hey Dewey, hast du schon wieder den Code vergessen? Hol mir eine Limo und der Code gehört dir. Ja, du bist... Das, aber da fehlen da Zahlen. V. Und vor allem Code für was eigentlich? V. Und was, ach, für die Tür hier wahrscheinlich. Aber jetzt fehlen zwei Ziffern. Aber schauen wir mal, ob hier vielleicht noch irgendwo... Wie hat denn der die Limo da reingekriegt? Durch die Scheibe durch? Naja, vielleicht hat er den Schlüssel für den Auto. Das könnte schon sein. Das ist jetzt nicht so abwegig. Eine Holzfigur. Irgendwie, hier geht es schon wieder um irgendeine Religion. Sieht doch aus wie die Frau vom Scar Graffiti. Ja. Das ist das Symbol. Warum die Wolf sie wohl Scars nennen? Nach dem Mist, den wir heute erlebt haben, will ich es gar nicht wissen. Wahrscheinlich ritzen die sich alle das Augensymbol auf die Stirn. Das ist nämlich deren drittes Auge und damit ziehen die in die Seele der Menschen oder so ein Blödsinn, glauben die bestimmt. Irgendwie sowas. Darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen. Ich kenne doch meine Videospielfanatiker.
Wo sind die letzten beiden Ziffern? Geh mal kurz hier ran. Schauen wir mal uns das Ganze aus der Nähe an. Mal sehen. 1, 2, 3, 4, 5 Ziffern. Genau, wir haben leider nur 3. Schauen wir uns den Zettel nochmal an, den wir da gefunden haben. Ins Tagebuch sollten wir auch mal schauen, oder? Ach so, aber da ist noch nicht viel drin. Seit der Pferdezeichnung. Chambler. Now are the new infected? Fragezeichen. Die Chambler, gibt es jetzt neue Infizierte. Aber hier sieht man es schön. Guckt, das ist nämlich mysteriös, diese Chambler. Ersten 10, nämlich diese Säuregewächse, ganz stark aus wie irgendwie so Seepockenbefall oder sowas in der Art. Und wenn man genau hinsieht, haben die auf ihrem Körper auch wie so Algen. Wie so Algen. Und die gurgeln auch noch so komisch. Als ob die Aquamarin wären. Im Wasser leben würden. Irgendwie. Und vor allem die Gesichter von denen. In der Zeichnung von Ellie sieht man super schön, dass das wirklich noch ein menschliches Gesicht ist, das da ein bisschen zugewachsen ist. Das heißt, die waren nie Klicker. Die sehen auch nicht aus wie Boomer. Heißen die Boomer? Die sind irgendwas ganz anderes. Die müssen schon in einem frühen Infektionsstadium sich irgendwie ganz anders entwickeln. Mysteriös, mysteriös. Kann ich da nur sagen. Aber das werde ich im Auge behalten und genauer investigieren. Ramsi, danke schön für die Bits, für die Rest in Peace Bits. Oh oh. Warum? Ach so, genau, ich wollte eigentlich in den Zettel schauen. Geschnitzte Statue, Umkleideraum, Notiz. Was war denn das für eine? Ach so, genau, das ist das da. Ach, kann ich wenden? Ja, nee, bringt aber auch nichts. Das ist ein Zeitungsartikel. Überlebenswunder in mutmaßlich verlassenem Vorort. Lower Queen Annie. Das Militär erlebte gestern eine Überraschung, als es auf eine ganze Gemeinde traf, die lebendig und unversehrt war, während die umliegenden Stadtteile von Opfern der Cordyceps-Infektion, die unser Land erschüttert, völlig überrannt wurden, haben es diese Überlebenden ganz alleine geschafft, sie von ihren Straßen und Häusern fernzuhalten. Diese Geschichte kann man nur als Wunder bezeichnen. Zumal das Militär gerade in dem Moment eintraf, als ihre Lebensmittel endgültig zu Neige ging. Na dann. Aber hier ist kein Hinweis, oder? Hey Dewey, hast du schon wieder den Code vergessen? Hol mir eine Limo und der Code gehört dir. Ja, genau, okay. Eins, fünf, zwei, Fragezeichen, Fragezeichen. Okay, das sind nun genug Hinweise. Ich verstehe nicht, wo ich die letzten beiden Ziffern herkomme. Bin ich jetzt doof oder so? Noch ein lustiger Smiley. Special Cola, da ist aber auch kein Code irgendwie auf der Dose. Ich verstehe es nicht. Hier fehlt mir der Bits. Allein herausfinden. Ich vermute 15251. Einfach nur rückwärts wieder, meinst du? Vielleicht denke ich schon wieder zu kompliziert. Vielleicht, weil ich habe mir schon wieder gedacht, vielleicht müsste man gucken, wo lag denn die Dose? Und dann muss man vielleicht hier auf dem Nummernpad schauen, in welchem Fach die Dose lag. Aber das kann gar nicht sein, weil dafür ist der Automat nicht hochauflösend genug. Ja, versuchen wir es doch einfach mal. YOLO. Von hinten wie von vorne. 1. Mein Gott. Lässt die sich Zeit. Das ist aber auch eine Animation, die verhindern will, dass man zu viel rumprobiert. Nein, jetzt habe ich mich auch noch verdrückt. Ah, okay, nochmal. 1. 5. Ah. Wie war's? 2? Ja. 5, 1.
Ah, 5 geht nicht mehr. Ach, man kann jede Taste nur einmal drücken. Okay, das erleichtert das Ganze natürlich um einiges, weil dann gibt es genau 2 Möglichkeiten. Ich habe genau die falsche gewählt. Ist eh klar. 1, 5, 2, 4, 3. Ja. Wie hast du das gemacht? Magic. Magie. Du bist die Beste. Ich hab's gesagt. Und hier ist der Raincoat. Der rote Regenmantel. Der Raincoat-Killer ist hier auch noch jetzt. Nein! Als ob die Pilzzombies nicht schon genug wären. Und jetzt auch noch der Raincoat-Killer. Nee, der kommt erst am 10. Schon cool, schon geil irgendwie, dass Deadly Premonition 2 und The Last of Us so zeitnah kommt. Weil da wirklich quasi ein Spiel, das so technische Super-Avantgarde ist, war natürlich Deadly Premonition 2. Und ein Spiel, das technisch wie vor 20 Jahren ist oder sowas. Oder 10 sagen wir zumindest. Ja, vielleicht wirklich eher 20, naja. So irgendwas zwischendrin. Fast zur gleichen Zeit rauskommen und ich freue mich auf beide gleich. Gleich stark ungefähr. Und werde von beiden hoffentlich, mal schauen, gleich begeistert sein. Aus sehr unterschiedlichen Gründen. Okay. Das hätten wir. Da war irgendwie jetzt auch nichts drin, wo ich sage, das hat sich gelohnt. Außer natürlich der Raincoat. Der rote. Wenn wir den jetzt anziehen und dann noch eine Axt als Nahkampfwaffe nehmen, dürften wir so ziemlich unsterblich sein wahrscheinlich. So war es zumindest in Deadly Premonition. Das Spiel würde uns, glaube ich, nicht anlügen. Ach du heiliges Gegrunze. Oh, was höre ich denn da schon wieder? Oh, wir packen das, sagt sie. Ja, du bist ja auch irgendwie unsterblich. Aber ich werde dauernd von denen mit Säure säurifiziert und so. Das ist unangenehm. Ach, Infizierte werden das Licht meiner Lampe nicht sehen. Auch. Jetzt versuche ich mal, ob ich die Stealth killen kann. Zumindest sterbe ich und dann versuchen wir es nochmal. Ja, die haben sehr klar erkennbare Köpfe noch, ne? Zumindest. Nee, das funktioniert glaube ich nicht, dass man die Stealth killt. Man kann die aber ganz gut. Man kann ganz gut in der Säure explodieren. Aua, aber die sehen schon sehr nach Wasser aus, oder? Die sehen schon sehr nach Wasser aus. Ich finde schon. Die so zugealkt und eben mit so Siebpocken und so Zeug bewachsen. Tja. Hallo, Eisblume. Ah, okay. Naja, aber passt schon. Ich mag da eh gern selber rumrätseln und so. Aber wenn ich mal am Verzweifeln bin, sage ich Bescheid. Okay, dann machen wir es wieder auf die gute alte totales Chaos verursachen und wild um mich schießen und total bescheuert sein. Weise. Es läuft immer am besten, habe ich das Gefühl. Au. Nee, da kommt der Scheinblech, ich muss weg hier. Oh nein, der lebt auch noch. Das hat nicht so gut funktioniert diesmal. Gleich sterbe ich. Ich komme nicht rechtzeitig weg. So viel zu, das funktioniert immer am besten. Okay, alles gut. Alles gut. Alles gut. Ah, komm schon. Hallo?
Durch die durchgehauen einfach. Ist gerade nachher explodiert, sehr schön. Und wie? War's das? Krieg ich von euch einen Amen? Okay. Ja, wir kriegen das. Ich wäre dann soweit, hier abzuhauen. Ich auch. Ich werde die Schalldämpferpistole nie benutzen, was einfach nicht mein Spielstil ist. Ich denke mir immer so, okay, und jetzt schießen wir hier heimlich mal irgendwelche, aber dann doch wieder Granaten werfen und einfach rumschießen. Ja, ist das eben. Ich habe dafür beim ersten Mal spielen Deadly Premonition zu 100% gemacht mit allen Nebenquests. Da habe ich sogar irgendwie nach ein paar Kapiteln habe ich dann erst verstanden, wie das genau funktioniert mit den Nebenquests und habe gesehen, dass ich da einige schon nicht mehr machen kann und habe dann nochmal neu angefangen, weil ich wirklich alles machen wollte. Aber ich hätte gern, ich habe es diesmal dann leider einfach verplant. Das war jetzt doch schon 10 Jahre her oder so. Wusste nicht mehr, wie es funktioniert, habe es dann verplant. Und schade eigentlich. Aber wie gesagt, den zweiten Teil werden wir so verdammt ausführlich spielen, dass wir wahnsinnig werden. Ich habe schon gesehen in einzelnen Trailern, die ich mir angeguckt habe, dass die Map diesmal übersichtlicher ist. Man weiß diesmal, wo was ist und findet das auch leichter, glaube ich. Zumindest ein paar Mechaniken, die man gesehen hat, deuten darauf hin, hoffen wir. Das war ja, das kann man im ersten schon ein bisschen wahnsinnig werden, teilweise. So, Dina, wenn du mir jetzt gern verraten möchtest, wo wir weiterkommen, gerne. Nee, vielleicht finden wir noch ein bisschen Loot hier. Sind wir von da gekommen? Nee, wir sind von ganz woanders gekommen. Nee, oder? Warte mal. Dina, was sagst du? Ich glaube, wir geben dem Pfeil nach, ne? Eigentlich eine gute Idee. Immer diese Schändler. Sekunde. So. Diese Schändler? Nee, eben nicht. Die können nicht die höchste Entwicklungsstufe sein. Das kann nicht stimmen. Weil deren Gesichter passen nicht. Deren Köpfe passen nicht dazu, zu der Narrative, zu der Erklärung. Ich würde sagen, ein Zugunfall. Die müssen... Danke, Sherlock. Die müssen, glaube ich, ein eigener Strang sein, der sich schon relativ früh in der Entwicklung vielleicht durch Umweltfaktoren... Aber wie gesagt, da werde ich ein eigenes Lorecore-Video dazu machen. Weil mir das interessiert mich selber, wie die genau... wie man die erklären könnte. Ich habe da schon mit einem angefangen, aber wollte jetzt eben noch warten, bis ich wirklich auch Kontakt mit denen selber hatte und die mir aus der Nähe selber ansehen konnte. Ich frage mich, wie lange die nach dem Ausbruch noch gefahren sind. Weil es doch was anderes wie irgendwelche Videos und Screenshots und Wikis und so. Ja, ich komme. Hallo, As. Weiß. Also was mich verwundert, in The Last of Us 2, die Taschenlampenbatterie hält ja ewig. Mikroatombatterien. Ja, aber andererseits halten doch Taschenlampenbatterien wirklich ein bisschen länger, als das in Videospielen normalerweise dargestellt wird. Ich komm näher. Insofern...
Finde ich das nicht so verwunderlich. Vielleicht kommen wir da hoch. Vielleicht kriege ich aber auch erstmal hier rein. Weil hier Flaschen sind. Und Lappen. Können wir mal wieder ein bisschen craften. Tada! Oh ja, warum nicht? Die haben mir letztes Mal gut geholfen, die Sprengfallen. Das ist eigentlich... Liegt da noch was? Ist das was? Ne, das ist... Schon. Ups. Wahrscheinlich haben die im Videospiel normalerweise immer nur die alten Batterien aus der... Okay. Sind eigentlich schon Leerschublade. Gerade in Horrorspielen. Da sind sie immer die ganz alten Batterien. Na, das erinnert mich an früher. Da werde ich ein bisschen nostalgisch. Da denke ich gerade an den alten Gameboy zurück und sowas. Und wie man früher dann teilweise, ich weiß nicht, kennt ihr das? Wenn man dann die ganzen Uhren aus dem Haus zusammengekratzt hat, weil man keine mehr hatte. Die ganzen Uhren, die ganzen Batterien, teilweise eben aus den Uhren an der Wand, aus den Weckern und so, überall die Batterien zusammengeklaut. Okay. Also ich habe das zumindest gemacht. Auf geht's. Hat meine Familie wahnsinnig gemacht. Schon fast geschafft. Aber wenn halt keine Batterien für meinen Gameboy da waren, was soll ich machen? Hier noch ein paar und dann war wieder eine Batterie leer und dann funktionieren wieder alle nicht. Und dann mit dem Batterietestgerät, mit den beiden Drähten, die Spannung noch testen und sowas. Ach, das war schön. Fernbedienung, genau. Gute Nacht, Kudo. Mach's gut. Ellie, deine Maske! Hier, wir können meine teilen. Nein, nein, nein! Sie sind nicht auf! Ellie, hör auf! Ellie, stopp! Was? Nein! Ellie, nein! Stopp! Ich bin nicht infiziert. Ich bin immun. Ich huste nicht, siehst du? Dina? Shit. Gute Nacht. Kannst du laufen? Flatbrain. Ja. Ja. Dann nicht sie weg. Los! Ja, ich hab vorher schon gesagt. Warum glaubst du mir eigentlich nicht? Lauf, Dina! Ellie! Ich bin hier! Nicht langsamer werden! Ich hoffe, das muss so sein. Wahrscheinlich. Oh nein, ich hab den falschen Knopf gedrückt. Ich bin so schlecht. Oh Gott sei Dank. Hey, wie oft die uns schon gerettet hat. Mindestens dreimal. Ich kann mich mindestens an drei oder vier Mal erinnern. Dina! Geh zum dir mal dran. Hey. Wir könnten uns im Theater da ausruhen. Das klingt absolut traumhaft. Aber danach schauen wir uns hier um und looten ein bisschen. Ich hab dich. Ah, gut. Hier,